Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute zu einem weiteren Unboxing-Video. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, ein Lipowarner oder Lipo-Beeper oder Lipo-Buzzer oder wie die alle heißen. Um genau zu sein, ist es das Hot RC Modell BX100 und dann steht da Voltage Display Buzzer Alarm. So, auf der Rückseite halt diverses andere. Ja, aber da gehen wir gleich mal durch. So, also, ich hatte bisher diese Teile, die sind recht bekannt, benutzt. Die haben soweit auch gute Dienste gemacht und so weiter oder bereitet. Und ja, was mich aber gestört hat, ist eben, dass sie halt hier nicht geschützt sind. Und durch jetzt schon den ein oder anderen Crash mit einem Quadcopter bzw. mit einem Racer, ne, ist da schon mal irgendwas beschädigt worden. Unter anderem jetzt nicht bei dem Akku, aber bei einem anderen. So ein Stück vom Balancer-Anschluss hier ist mal abgebrochen, weil das Teil eben weggeflogen ist oder irgendwo angeditscht ist und so weiter. Naja, und wenn das Teil halt bei dem in diesem Gehäuse drin steckt, kann deutlich weniger passieren. Jedenfalls hoffe ich das. Ja, und deshalb habe ich mir das Teil halt gekauft. Ne? Ich habe das Teil bei Banggood gekauft. Dort verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung das Teil. Dort steht 2-Piece BX100 Battery Voltage Tester Low Voltage Alarm Buzzer for LiPo 1 bis 8S. Ich hatte circa, ich glaube, 4 Euro oder so bezahlt für zwei Stück oder 5 Euro. Naja, jedenfalls ist es aktuell für 3,50 im Angebot. Ja, zwei Stück halt. Ja, ich glaube, ich habe 4 Euro bezahlt. Wie auch immer, also mit Versand. Wie auch immer, gehen wir jetzt einmal durch die Verpackung. Also, das Teil kommt halt natürlich in einer kleinen Versandbox oder Versandtasche, aber dann halt hier in so einem Folie, in so einer Folie verschweißt bzw. festgetackert. Und das habe ich hier schon vorgelesen. Hier noch ein Barcode. Hier hinten eine CE-Zertifizierung, FCC, ROS, Made in China und dann halt ne, die Bezeichnung Lipo-Batterie, Voltage-Tester, Low-Voltage-Buzzer-Alarm und dann unter anderem halt noch die Nutzungsspannung, Volt und so weiter und so fort. Ne. Use for 1 bis 8S, Lipo, LiMN und LiFE-Akkus, ne, also diese verschiedenen Technologien. Dann Voltage Detection Präzision plus minus 0,01 Volt. Ne? Also das soll wohl recht genau messen können. Dann Unit Voltage Display Range von 0,5 bis 4,5 Volt kann das Teil anzeigen. Total Voltage Display Range von 0,5 bis 36 Volt steht hier. Das Teil versuche ich mal abzuziehen. Na. Ach, na toll. Naja, wie auch immer. Ja, dann hier steht noch 1S Test Mode Voltage von 3,7 bis irgendwas mit 30, also vermutlich 30 Volt. Dann Low Voltage Mode von 2S bis 8S, also 1S Akkus, da kann man wohl nicht, oder kann man, funktioniert das Teil nicht. Und dann kann man halt noch Alarm Set Value Range Off 2,7 bis 3, ich glaube 9 oder so. Kann man ja gleich mal ausprobieren. Ne? Also halt diese Alarmspanne, ab wann das Teil biepen soll, ne? wenn eine gewisse Dings, Spannung erreicht wird, ne? Bei der Nutzung des Geräts. So, dann mache ich das Teil mal auf. Hier einmal aufgezogen und rausgenommen. Da ist das gute Stück. Ja, halt Kunststoff. Und im Grunde, wenn man hier so guckt, ich gehe mal davon aus, dass es genau das gleiche Gerät ist. Obwohl, ja doch, 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 ich denke schon, dass es genau das gleiche Gerät ist. Hier aber dann wiederum andere Buzzer, ein bisschen größere. Und ja, der Taster ist wiederum gleich.
Aber so weit hier, diese Öffnungen, die sind hier deutlich kleiner bei dem alten und bei dem großen ein bisschen, oder bei dem neuen ein bisschen größer. Ne? Und hier unten halt dann nichts. Auch eine gute Fläche, um hier so ein Klebepad anzukleben, damit man das Teil dann am RC festkleben kann, damit das nicht abfällt. Weil ich hatte es auch schon mal, dass das Teil abgeflogen ist. Und wenn man das nicht merkt, dann fliegt man und fliegt man, wundert sich, dass der Buzzer nicht angeht. Und ja, dann ist man schon irgendwo bei einer Spannung, die weit unter dem, was eigentlich sein soll, ne, liegt. Deshalb sollte man auf jeden Fall das Teil auch ein bisschen festmachen am Kopter. So, ich teste das Teil jetzt mal mit einem fast vollen Akku. Das ist hier so ein 3S-Akku mit 1500 mAh. Den habe ich schon jetzt des Öfteren benutzt mit XT60-Stecker und hier halt der ganz normale Balancer-Anschluss. Ich habe hier solche, halt diese Klebepads angeklebt oder aufgeklebt, damit die Dinger vernünftig sitzen auf dem Kopter, dann wird er trotzdem noch mal angeschnallt natürlich, ne? Aber so, da verrutscht das Teil nicht, ne? Also das ist dann eine doppelte Sicherung. Das Teil hat mir bisher gute Dienste geleistet und ja. So, was man beachten soll, es geht immer von links nach rechts mit Minus. Hier ist Plus, hier ist Minus. Das sieht man hier nicht. Bei dem alten kann man das einerseits hier sehen, Minus und Plus. Sprich, wenn man das Teil hier anschließt, dann immer hier die Seite an diese Seite und alles andere ist dann Richtung Plus. Ne? Hier zählt er dann hoch. 1S, 2S, 3S, 4S und so weiter und so fort bis 8S. Also immer hier Minus und dann die weiteren kommen dann die Plus. Und wie gesagt, das sieht man hier offensichtlich nicht. Da muss man halt wissen, dass hier Minus und hier Plus ist. Man kann sich das natürlich auch ein bisschen markieren, aber hier auf diesem ist es natürlich ein bisschen schlecht. Ich hatte mir hier das so schwarz markiert am Anfang. Ne? Jetzt weiß ich schon, das ist halt, ne, das ist dann schon klar, dass immer das auf der linken Seite Minus rankommt. So, dann schließe ich das Teil mal an. Und da muss man natürlich auch möglichst vorsichtig vorgehen und nicht irgendwie versetzt das Teil anschließen. Und dann, na. So, der fängt gleich mal an zu piepen. Das Display ist auch ein bisschen anders gemacht. Und zwar zeigt er hier dann eben in so einem, also zuerst mal die volle Anzahl der Spannung, also die kompletten Zellen zusammen. Das waren dann eben 12,5 Volt. Dann die Nummer 1, dann die Nummer 2 und dann die Nummer 3 der Zelle. Und da sieht man dann halt, ne, 4,15 Zoll Zellen, Volt, 4,18 und 4,14 Volt. Dann kann man hier oben mit diesem Taster halt den Alarm einstellen. Wenn man hier jetzt raufdrückt, dann kommt er hier bei 2,70 Volt. Da würde er jetzt bei 2,70 den Alarm ausgeben. Das ist aber viel zu niedrig, also muss man mehrmals drücken, dann komme ich auf 2,8, 2,9 und ich würde empfehlen 3,3 Volt. Das ist möglicherweise fast schon zu viel, aber so hat man noch genug Zeit, um zu landen und nicht in Hektik zu verfallen, weil das Teil jetzt auf einmal fröhlich anfängt zu piepen und so weiter und man möglicherweise noch 20 Meter in der Luft ist, ne? Also weit oben. Das ist mir zum Beispiel auch schon mal passiert, dass ich dann ein bisschen hektisch runtergeflogen bin oder beziehungsweise runtergezogen habe, den Gasknüppel. Und dann ist mir halt leider aufgrund einer etwas unsanfteren Landung von dem großen DJI F450 ein Beinchen abgeknipst oder beziehungsweise abgeflogen. Oder besser gesagt, einfach abgebrochen. Ist natürlich nicht so schlimm, weil sowas ist ja, Produkt mit, also das kostet Centbeträge, ne, aber wie auch immer. Jedenfalls sollte man das nicht unbedingt dann halt sehr, sehr weit unten ansetzen, die Alarmschwelle, sondern eben, wie ich schon gesagt habe, bei 3,3 Volt, das ist okay. Man kann natürlich auch 3,4, wenn man ein bisschen so ein kleiner Angsthase ist. Man kann natürlich auch bei 3,2 oder 3,1 Volt, ne, aber ich würde empfehlen halt 3,3, das ist gut.
hat sich bewährt, jedenfalls bei mir, dass ich noch genügend Zeit habe, runterzukommen dann mit dem Racer und zu landen, dann halt den Akku abzustöpseln vom Strom bzw. vom Racer und dann halt wieder neu zu laden, ne? Nachdem sich das Teil natürlich abgekühlt hat. Ja, so, mal gucken, wie die höchste Grenze ist. So, also ich gehe hier jetzt weiter hoch und, aha, also ausschalten geht auch. Sprich 3,3, 4, 5, 3,8 Volt und danach schaltet sich der Alarm aus. Und das niedrigste, wie gesagt, 2,7 Volt. Das ist viel zu niedrig, wie ich schon gesagt hatte. So, ich stelle auf 3,30. Und dann kann man natürlich warten und irgendwann mal fängt er an zu piepen. Was ich eben gerade auch schon festgestellt hatte, wenn man das Teil reinsteckt, es ist sehr laut. Na, komm mal her. Ich finde das deutlich lauter als die kleinen, die alten. Ich steck mal jetzt den alten rein. Ja, deutlich leiser. Ups. Na, komm her. Der will nicht. So, jetzt aber. So, was war hier eigentlich die höchste Einstellungsmöglichkeit? Ah, 3,7 Volt. Und danach schaltet er sich ab. Und die unterste ist 2,7, so wie beim 9 halt. Okay, ich würde hier noch einmal einen anderen Akku anschließen. Das ist hier so ein etwas größerer Akku. So, der ist nicht vollgeladen. Schauen, was der sagt. So, 11,3 komplett, dann 3,75 die erste Zelle, 3,78 die zweite Zelle und 3,73 die dritte Zelle. Funktioniert auch. Das ist so, würde ich mal sagen, Lagerspannung. Und dann nochmal hier so einen großen 5500 mAh Akku, auch mit 3S. Bisher nutze ich nur 3S Akkus. Die erste 3,74, die zweite 3,78 und die dritte 3,74 Volt. Leichte Differenzen zwischen den Zellen ist okay, nicht ganz so schlimm. Ja, soweit von mir mit dem Lipo Buzzer, Beeper oder Tester und so weiter und so fort. Ich denke mal, für das Geld kann man sich sowas gerne mal kaufen. Oder besser gesagt, man sollte sich sowas kaufen, denn wenn die Akkus die Spannung unterschreiten und irgendwo Richtung 3 Volt oder 2,9, 2,8, dann schädigen sie sich selber durch diese niedrige Spannung. Also sollte man immer darauf achten, dass man das Teil eben nicht auf 3,0 oder sowas eben runterbringt, ne, aufgrund zu langer Flugzeit und so weiter, ne. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe oder würde mich freuen, wenn ihr das Video kommentiert, weil ihr das vielleicht informativ fandet oder vielleicht auch nicht, ob ich vielleicht irgendwas verbessern kann. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet und ein Abo. Ich sage Tschüss und bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss.